ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich für euch mal wieder ein Aufgebraucht-Video von dem Dezember 2015. Und ja, ein Jahr ist schon wieder um. Ich sag schon gar nichts mehr. Und wir fangen direkt an mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja, los geht's. Als erstes habe ich hier einmal von Isana Young die erfrischenden Reinigungstücher. Die schauen so aus. Die hatte ich ja mal gekauft für meine Haut, aber da ich ja eine relativ, ja, ich weiß nicht, eine komische Haut habe, die eigentlich so gar nichts verträgt an Reinigungstüchern, musste ich natürlich die dann zweckentfremden, weil ich gedacht habe, ja, zum Wegschmeißen sind sie zu schade. Meine Mama wollte sie auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, kannst du zweckentfremden sowas. Und ja, deswegen hatte ich die dann in der Handtasche für, keine Ahnung, Tische, wenn die dreckig waren, meine Hände, wenn die dreckig waren, wenn ich was Fettiges gegessen habe oder Toiletten oder sowas. Das sind ja einfach nur feuchte Tücher und deswegen kann man sowas auch gut zweckentfremden. Die hatte ich dann, wie gesagt, in der Handtasche, kosten glaube ich 1,25 Euro oder so, würde ich jetzt nicht mehr kaufen, weil ich hatte sie ja zweckentfremdet, aber vielleicht sind die ja was für euch. Die riechen total gut, die riechen total erfrischend und ja, sind für Mischhaut, für mich leider nichts, aber ja, man macht halt auch mal Fehlkäufe in seinem Leben. Ich hoffe übrigens, dass das mit dem Licht so passt heute. Ja. Dann habe ich einmal von Das Gesunde Plus die Kinderhustenbonbons mit Waldfruchtgeschmack mit 8 Vitaminen ohne Zucker. Die schauen so aus. Die gibt es im DM. Das ist die DM-Eigenmarke. Kosten, glaube ich, auch unter einem Euro. Fand ich echt lecker und ja, würde ich definitiv wieder nachkaufen. Nicht nur als Hustenbonbon, sondern auch so für zwischendurch fand ich die ganz gut. Und ja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Geschmack ist ja immer unterschiedlich. Probiert die auf jeden Fall mal aus, wenn ihr so auf so Waldfrüchte und sowas steht. Ich mag die total gerne. Und ohne Zucker ist auch immer ein Pluspunkt. Dann haben wir einmal von My Camellia die Slip-Einlagen von meiner Mama. Die hat sie jetzt aufgebraucht. Die benutzt sie ja schon öfter mal oder schon länger, weil ich hatte sie ja mal bei Amazon gekauft in einem 6er oder 7er Pack oder so. Soll ich euch das? Ich weiß gar nicht, wie ich das halten soll, dass ihr das sehen könnt. Ich glaube so. Ja, die findet sie, glaube ich, ganz gut. Hat sich bis jetzt noch nicht beschwert und ich denke, dass sie gut sind. Dann habe ich von Baby Love einmal die Feuchttücher aufgebraucht. Einmal 80 Stück. Die hatte ich im DM gekauft, in meinem DM-Haul. Seht ihr das? Ich kann euch den auch, ich kann den euch auch gerne mal hier oben ins Verlinken. Die mag ich ja immer total gerne. Das sind die ganz normalen Feuchttücher von Baby Love. Und irgendwie so, so. Glaube ich doch anders mal machen hier. So. Ja, ihr seht auf jeden Fall, was ich meine. Das sind die, die mag ich total gerne. Die riechen gut und machen ihren Job. Und deswegen habe ich die auch gekauft. Und deswegen werden die auch immer wieder nachgekauft. Ich glaube, so ist doch besser. Ja. Ich hoffe, dass ihr alles gut erkennen könnt. Dann haben wir von einen Weichspüler und zwar von Denk mit. Den habe ich auch im letzten Online-DM-Haul euch gezeigt. Jetzt ist er aber schon wieder leer und den werden wir definitiv wieder nachkaufen. Und das ist dieser schöne Weichspüler hier. Die Verpackung finde ich ja mal wirklich echt klasse. Sieht total schick und edel aus. Das ist der hier. Das ist der Oriental Touch. Premium-Weichspüler, ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen den anderen. Der kostet 99 Cent, vielleicht auch nur der Preis. Deswegen heißt es Premium. Vom Duft her riecht er total gut nach Vanille und nach Mandeln ein bisschen. Also der riecht schon stark und der riecht auch total gut auf der Wäsche. Also es ist nicht nur so,
dass er riecht aus der Flasche, sondern er riecht auch wirklich auf der Wäsche. Nicht mehr ganz so intensiv, muss ich sagen, aber immer noch ein bisschen. Und ja, den werden wir definitiv wieder nachkaufen, wenn wir mal wieder bei DM online bestellen oder zu DM hinfahren. Mal gucken. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich einmal auch noch was von Baby Love, und zwar das hier. Das habe ich im, ich glaube im März habe ich das schon gekauft. Ich glaube schon. Im März habe ich das, glaube ich, gekauft bei DM. Das ist neu, oder zumindest war es damals neu. Das sind desinfizierungshygienische Tücher für Oberflächen und ideal für Oberflächen und Gegenstände. Sind 15 Tücher drin und finde ich wirklich klasse. Haben auch eine gewisse Feuchtigkeit gehabt, die Tücher, für fremde Toiletten oder sowas. Die waren immer bei mir in der Handtasche. Ich werde die mir definitiv auch wieder nachkaufen, wenn ich die ich jetzt habe, wenn die leer sind, die ich jetzt in Benutzung habe. Und ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich mag die total gern. Und dann habe ich auch noch einmal die Feuchttücher von Lidl. Und zwar hatte ich die ja auch in einem Viererpack gekauft. Und ich finde die ganz gut, aber ich muss sagen, ich finde die aus dem DM definitiv besser. Und ich mag die auch lieber und deswegen werde ich die nicht mehr nachkaufen. Aber ich finde die trotzdem gut und vom Geruch her fand ich die auch gut. Aber die aus dem DM sind einfach meine Lieblinge. Und dann habe ich einmal meine Zahnbürste ausgetauscht. Und zwar habe ich euch die auch schon im DM Online Haul gezeigt. Das ist diese hier. Das ist die Poly Action, wenn ihr das lesen könnt, wenn es fokussiert. Ja, das ist die Poly Action Reinigungszahnbürste. Die ist so ein bisschen, muss ich sagen, wie die Dr. Best Kurzkopf, heißt sie, glaube ich. Die ist aber um einiges günstiger und die mag ich echt total gern und werde mir definitiv auch wieder nachkaufen, wenn ich mal wieder eine Zahnbürste brauche. Die kostet 95 Cent, finde ich jetzt auch nicht so teuer für eine Zahnbürste. Finde ich ganz in Ordnung und ja, die finde ich gut. Jetzt kommt schon wieder irgendein Nachbar. Ich parke immer vor meinem Fenster, das finde ich immer ganz furchtbar. Dann können die mich immer so beobachten. Da fühle ich mich zumindest immer so beobachtet. Dann haben wir noch von Baby Love einmal das Schlafgutbad. Das hatte ich letztes Jahr irgendwann gekauft. Ihr seht, das ist auch noch mit dem alten Design. Das ist vom Duft her, riecht das echt total gut nach Kräuter und nach Lavendel und so. Hat mir total gut gefallen. Das habe ich ja mal eine Zeit lang als entspannendes Fußbad benutzt. Und dann eine ganze Zeit lang nicht, weil wir haben ja keine Badewanne. Aber jetzt wieder, weil ich darf ja nicht duschen mit meinem Gips. Und auch mit der Orthese darf ich das immer noch nicht, weil ich nicht ohne was stehen darf. Und deswegen werde ich mir das definitiv wieder nachkaufen, weil ich das echt gut fand. Und das hat auch so einen beruhigenden Duft irgendwie. Ich mochte das total gerne. Ja, kostet 2 Euro und ich finde es klasse. Ich habe hier übrigens noch eine Kiste stehen, deswegen macht das manchmal so ein paar Geräusche, wenn ich da was reinlege. Dann haben wir noch eine Dusche, und zwar von Cien. Das ist so eine Attrappe zu diesen Checker Moon Duschgel. Die schaut so aus. Auch 500 Milliliter eigentlich. Ja, wie so eine Nachmache. Vom Duft her, auch wenn ich es jetzt aufkriegen würde, ja, sehr fruchtig, nach Waldfrucht so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, steht das da irgendwie drauf? Indian Fruit steht hier drauf. Fand ich ganz gut, aber ich muss sagen, 500 Milliliter ist schon ganz schön wuchtig. Und ich muss wirklich sagen, ich mag lieber die kleineren, diese 250 bzw. 300 Milliliter Duschgele, weil ich einfach finde, da
hat man mehr Abwechslung bei so 500 Milliliter. Das hält schon echt eine halbe Ewigkeit. Und dann immer den gleichen Duft, das wird irgendwann auch langweilig. Aber ich bin auch nicht der Mensch, dass ich 5 offene Duschgele in der Dusche rumstehen habe. Also das auch nicht. Und deswegen würde ich, glaube ich, so ein großes nicht mehr nachkaufen. Ja, ich mag die kleinen einfach lieber. Oder die normalen, die ganz kleinen ja auch nicht. Dann haben wir einmal von Weißer Riese unser Waschmittel, was wir eigentlich immer benutzen. Ja, riecht nach ganz normalem Waschmittel. Und es macht die Wäsche schön sauber. Das kaufen wir immer mal wieder nach. Und besonders, wenn es im Angebot ist. Wir hatten es auch bei DM im Onlineshop bestellt. Und ja, finde ich mal gut. Kaufen wir immer wieder nach. Und super. Kostet, glaube ich, auch 2,50 oder so. Dann habe ich noch ein Duschgel und zwar von Fah. Das ist neu, steht zumindest neu drauf. Das Glamorous Moments mit irgendeinem Elixier und schwarzer Orchidee. Achso, ich zeige euch das erstmal. Das schaut so aus. Finde ich vom Design her total klasse und total hübsch. Und vom Duft her. Ja, das riecht halt so wie so ein Parfum, würde ich sagen. Ich kann den Duft nicht wirklich beschreiben. Ist auch kein richtig süßer Duft, ist es irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so gut im Düfte beschreiben. Ich finde es klasse, riecht mal dran. Jeder empfindet das ja ein bisschen anders. Und kostet 95 Cent, gibt es glaube ich im DM und überall zu kaufen. Steht neu drauf, vielleicht. Ja, es war mal neu. Und ja, ich finde es klasse. Riecht gut, macht seinen Job und was will man mehr. Dann haben wir noch eine Zahncreme. Und zwar von Blendermate Complete die 7 Weiß. Weiß? Ja, Weiß glaube ich. Ja, Weiß. Zahncreme, die benutzt meine Mama eigentlich immer oder beziehungsweise von Blendermate benutzt sie die immer. Die Weiße war jetzt bloß reduziert, deswegen haben wir die mitgenommen. Ja, ich glaube, die findet sie gut und deswegen benutzt sie immer Blendermate. Ich glaube, die kostet unter 1 Euro oder so. Dann habe ich einmal von HIP Feuchttücher, die zartpflegend. Die gibt es ja immer in der Klinik, wo ich regelmäßig jetzt wieder hinfahre. Die haben die immer und die riechen total gut. Ich habe die auch mal selber gekauft, gab eine Zeit lang. Und die sind vom Duft her echt toll. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und ja, da nehme ich meistens die angebrochene Packung dann mit nach Hause, weil ich denke, die schmeißen die sowieso weg, weil jeder kriegt ja immer eine neue Packung. Da kriegt ja keiner eine angefangene. Und ja, deswegen finde ich die klasse und deswegen waren die da drin jetzt. Dann haben wir noch von BB Young Care die 3 in 1 erfrischenden Reinigungstücher für normale Haut. Die schauen so aus, ihr kennt die schon, die sind von meiner Mama, die benutzt die immer. Die finden sie klasse, das sind glaube ich die einzigen, die bei ihr nicht brennen. Was ja auch ein Vorteil ist oder ein Vorteil, weil Reinigungstücher sollen ja nicht brennen, ne? Die kosten, glaube ich, unter 2 Euro, 1,70 oder so. Ich weiß es nicht. Und die haben wir auch im DM nachgekauft. Also wir haben eigentlich im Onlineshop viel nachgekauft. So, dann habe ich jetzt noch einen Teil und dann ist meine Kiste leer. Und zwar ist das meine altbewährte Mundspülung von Dontodent aus dem DM. Die Total Power Rundumschutz-Mundspülung. Die zeige ich euch jetzt, glaube ich, schon zum 5., 6. Mal in dieses Aufgebrauchsvideo. Ich liebe diese Mundspülung einfach, weil sie macht ihren Job.
Sie ist wie die Listerine Total Care, aber nicht so scharf und kostet 95 Cent, ist also das Dreifache billiger, glaube ich, wie die Listerine. Und ich finde die klasse und guckt euch die auf jeden Fall mal an. Die gibt es auch im Standardsortiment, steht zumindest nicht limitiert drauf. Ich rede schon wieder zu schnell heute. Finde ich klasse. Kaufe ich auch wahrscheinlich immer wieder nach. So, meine Lieben, meine Kiste, ihr seht, sie ist leer. Und das war mein Aufgebrauchsvideo für den Dezember. Wie ihr gesehen habt, war das nicht ganz so viel wie sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder einen Kommentar oder gleich alles auf einmal. Könnt ihr auch gerne machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss!